Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt am 9. Januar hier bei Gottbau TV, Schrägstrich unserem JFD Rohstoff- und Devisenradar. Die Woche beginnt für das britische Pfund denkbar schlecht und das fällt auch hier sichtlich auf, wenn wir uns mal die Heatmap anschauen und hier die Top 15 Währungspaare, Schrägstrich 14 Währungspaare inklusive Gold eben. Und da sehen wir hier auf der Siegerseite der Euro gegenüber dem britischen Pfund, aber hier im Schwerpunkt angetrieben durch die Schwäche des Pfunds und das fällt auf, wenn wir hier auf den Süden schauen, da hier das britische Pfund gegenüber dem Yen, dem US-Dollar und auch dem Schweizer Franken sichtlich in Schieflage gerät. Ja, Hintergründe ist wieder ein Stück weit Politik, dreht sich auch wieder darum, dass hier die Premierministerin May am Wochenende hier in Sachen Austritt oder besser gesagt in Bezug zum Brexit eben hier wieder das ein oder andere verlautbaren ließ. Der Punkt ist eben hier immer nur, kommt es zu einem harten Brexit oder nicht? Also hier muss man das alles ein Stück weit relativ sehen. Es könnte nämlich in diesem Jahr auch eine Überraschung geben, nämlich wenn es hier dann alles gar nicht so schlimm kommt für das britische Pfund. Man muss eben auch bedenken, dass hier natürlich die Beziehung zwischen Europa und England hier unter Exportgesichtspunkten sehr, sehr wichtig sind und das kann eigentlich nicht im Interesse der Politiker sein, hier sozusagen England die rote Karte zu zeigen. Deswegen hier vielleicht auch die Schwäche des Pfunds hin und wieder übertrieben. Grundsätzlich ist ja auch hier die Ansage die, dass der Euro in diesem Jahr überraschen könnte. Das haben wir auch in der letzten Woche wieder mal thematisiert. Ich erinnere hier an das Harmony-Pattern auf Monatsbasis, was gerade wenn der Euro hier in die Parität absinkt, was durchaus möglich scheint, dann aber hier in diesem Bereich eben durchaus eine Überraschung auf der Oberseite bieten könnte. Und das führt mich jetzt auch zum britischen Pfund, was wir hier mal ganz kurz in der Woche beleuchten, bevor wir dann eben auch hier auf den Monatschart gehen und auch hier nochmal den Tageschart näher betrachten. Grundsätzlich hier die übergeordnete Abwärtstendenz, nachdem es hier eben über 1,70 nicht signifikant weiterging. Das Ganze dann auch getrieben hier im Jahr 2013-14 vor dem Hintergrund, dass ja auch hier Leitzinsanhöhungen oder Erhöhungen vielmehr in Aussicht gestellt wurden. Das relativierte sich dann zusehends auch im Sinne dessen, dass gerade Amerika dann aber in die Bresche sprang und eben hier genau dies eben im Sommer 2014 verlautbaren ließ, dass es eben so kam, wie es jetzt gekommen ist. Bislang natürlich auch erst zwei Leitzinsanhebungen in den USA. Und ob es dieses Jahr zu drei wie angedeuteten Leitzinserhöhungen kommt, das bleibt mal abzuwarten. Sollte das nämlich nicht geschehen, könnte das auch den Dollar leicht schwächen. Grundsätzlich hier der Chart, wie gesagt, im Wochenintervall. Und da war die Annahme die, dass wir hier nochmal dieses Horizontallevel um 1,2850 anlaufen sollten. Und diese Annahme hatten wir hier schon ja, im Herbst 2016 getroffen, nachdem es nach dem Brexit eben hier in Richtung 1,20 ging, leichte Stabilisierung und dann hier im Prinzip den Pullback-Lauf in Richtung Norden. Das sah grundsätzlich gut aus. Letztlich reicht es nicht für einen idealen Touchdown, dieses Level bei 1,2850. Das wäre eine ja, formidable Short-Chance gewesen, um auf das zu setzen, was dann hier letztlich passiert ist, nämlich der erneute Rücklauf. Und hier sehe ich durchaus die 1,20 als Ziel. Wir sind hier gute 287 Pips weg davon. Ist keine große Hausnummer mehr. Das dürfte das britische Pfund sogar diese Woche schon erreichen können. Aber ich denke, hier in diesem Level um 1,20 kann es spannend werden. Auch, und da gehe ich jetzt mal in den großen Chart, vor dem Hintergrund des Monatschartintervalls. Wir sehen jetzt hier mal das britische Pfund zurückgespult auf die letzten Jahrzehnte. Natürlich sind es andere wirtschaftliche, finanzpolitische und geopolitische Verhältnisse gewesen hier in den 80er Jahren, aber dort befand sich das britische Pfund eben bereits schon mal im Preislevel um 1,20 und ich kann mir vorstellen, und das wurde auch schon vor dem Brexit orakelt, wenn wir eben hier die 1,35 durchreißen nach unten signifikant oder auch die 1,40 hier als maßgebliche Unterstützung nach unten eben aufbrechen, dass hier die Marke um 1,20 interessant sein könnte. Gerade auch die runde Hausnummer im Optionsmarkt immer wieder auch wichtig. Grundsätzlich aber hier dieses Niveau im Sinne eines Doppelbodens jetzt eben interessant. Soll heißen, wenn das britische Pfund eben weiter zurück sinkt, wovon man ausgehen kann, dann könnte ich mir hier ein Battle um 1,20 vorstellen. Und wenn es eben hier eine Stabilisierung gibt, ja, es kann natürlich auch durchaus nochmal unter die 1,1920 gehen, 1,19 Dips darunter müssen einkalkuliert werden. Aber wenn es dann hier positive Divergenzen gibt, wenn der Preisschart so ein Stück weit ausgebombt scheint und schauen Sie sich mal die Korrekturbewegung an, die wir ja im Prinzip seit 2014 sehen, zwischengeschaltete Erholungen wurden hier immer wieder ausverkauft oder abverkauft, vielmehr, was hier dann wirklich einen klaren Ausverkauf darstellt. Und in Summe haben wir hier wirklich eine steile Abwärtsbewegung gesehen. Wenn wir mal hier den Event zur Finanzmarktkrise sehen, ja, das mal so ein Stück weit als Richtschnur nehmen,
Da haben wir natürlich noch ein bisschen Spielraum, kann auch noch deutlicher gehen, noch deutlich tiefer, aber den Großteil der Abwärtsbewegung, den haben wir wahrscheinlich wirklich schon gesehen. Und das heißt eben, wenn wir uns hier tatsächlich ein Stück weit stabilisieren können, dann wird es eben spannend und dann stehen die Chancen gut, dass der Markt eben auch hier tatsächlich ein Rebound auf der Oberseite verzeichnen könnte. Also so ein Stück weit als Input des Jahres beim britischen Pfund auf die 1,20 achten, wenn es hier Stabilisierungschancen gäbe, dann kann man hier durchaus ein Stück weit auf der Long-Seite engagiert sein, auch vor dem Hintergrund, dass der Dollar wahrscheinlich auch nicht uferlos ansteigen wird. Gut, britischer Pfund, gehen wir mal vom eben gesehenen Monatschart hier nochmal kurze Beschau des Wochencharts in den Tageschart. Da sehen wir hier die schwache Woche oder besser gesagt den schwachen Wochenauftakt und eben dessen, dass wir uns hier der 1,20 nähern. Signifikante Unterstützungszonen gibt es eigentlich nicht. Die 1,20 oder besser gesagt, diesen Supportbereich, den ziehe ich mal hier hoch. Das ist eher ein Unterstützungslevel, was sich hier klar im Chart ablesen lässt. Die 1,20 werde ich mal hier durch eine Horizontallinie symbolisieren. Damit wir das Level auch genau sozusagen im Preisschart haben. So sieht's aus. Und da sehen wir aber hier, dass wir im vorgeschalteten Bereich bei 1,21 16, 1,21, 15 hier durchaus einen kleinen Erholungsimpuls sehen könnten. Also wenn wir hier bei 1,21 irgendwas sind, 1,21, 15, 1,21, 20, könnte es morgen, schrägstrich übermorgen hier schon kleine Stabilisierung geben. Wieder mal eine Erholungsbewegung, die dann aber meines Erachtens auch wieder nur Korrektur sein oder korrektiver Natur sein dürfte. Und wenn wir hier den Abwärtstrend seit Herbst letzten Jahres ziehen, ja, sieht man auch, wo es sich wieder erschöpfen könnte. Einen schönen Widerstandsbereich sehen wir auch hier. Sozusagen da in diesem Muster machen wir auch mal direkt die rote Zone draus. So, also hier bei 1,24. Insofern mal hier der skizzierte Wochenverlauf. Wenn wir uns hier bei 1,21, 15, 1,21, 20, 1,21 glatt stabilisieren, dann hätte das britische Pfund durchaus Möglichkeiten hier nach oben zu ziehen, um dann aber letztlich doch die 1,20 noch zu testen. So mal die Annahme, das wäre auf jeden Fall ein möglicher Verlauf, den ich hier sehen könnte. Die 1,20 bleibt, wie gesagt, ein favorisiertes Ziel auf der Südseite. Entspannung fürs britische Pfund meines Erachtens erst, wenn wir hier deutlich über die 1,25 rausgehen. 1,26 hier auch das Hoch vom Dezember bei 1,27 sogar. Da müssten wir eigentlich erst signifikant drüber gehen, damit der Markt hier wirklich größere Erholungsimpulse sieht. Und das, wie gesagt, kann ich mir augenblicklich einfach nicht vorstellen. Aber vielleicht überrascht uns ja der Markt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal einen guten Wochenauftakt. Kommen Sie gut in die Handelswoche, seien Sie erfolgreich, arbeiten Sie immer ein Stück weit diszipliniert und lassen Sie sich mal überraschen, was wir die Woche noch so zaubern an dem einen oder anderen Input. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.